Herzlich willkommen zu 90 Min. Hallo an alle Zuschauer auf YouTube und an alle Hörer unseres Podcasts Raus aus dem Abseits. Wir haben heute die Möglichkeit, das heißt Helene und ich. Hallo Helene. Hallo. Wir haben heute die Möglichkeit, ein Interview zu führen mit der besten Managerin im deutschen Frauenfußball. Zumindest habe ich das gehört. Wir wollen ja nicht schleimen. Wir sprechen mit Frau Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin Frauenfußball beim SC Freiburg. Hallo Frau Bauer-Schick, schön, dass Sie da sind. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch. Wir wollen das Gespräch grob in drei Teile aufteilen. Wir werden im ersten Teil über die aktuelle Saison sprechen. Wir schauen uns mal die sportliche Leistung an. Wir schauen uns die Transfers an, Vertragsverlängerungen. Im zweiten Teil treten wir dann mal einen Schritt zurück, gehen vom reinen Tagesgeschäft weg und beschäftigen uns mit der Entwicklung des Frauenfußballs, einerseits beim SC Freiburg in den letzten Jahren und Jahrzehnten, andererseits der Frauenfußball allgemein. Ich freue mich da besonders drauf, denn Frau Bauer-Schick arbeitet seit über 30 Jahren im Frauenfußball und ich glaube, es gibt da kaum jemanden, der diese Entwicklungen besser beurteilen kann als Frau Bauer-Schick, da bin ich gespannt. Und am Ende gehen wir dann wieder zurück ins Tagesgeschäft, und zwar ins hochaktuelle Tagesgeschäft, denn am Sonntag, die meisten werden es wissen, spielt der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig, will ins Pokalfinale einziehen und Frau Bauer-Schick wird uns wahrscheinlich direkt die Taktik verraten, die Aufstellung, am besten noch das Ergebnis dazu. Und dann werden wir ganz am Ende, haben wir noch fünf kurze Antworten. Bin gespannt, was wir da alles erfahren werden. Aber gehen wir erstmal zurück in die Gegenwart, aktuelle Saison. Helene, ich würde sagen, du übernimmst und wir wollen mal gucken, ob der SC Freiburg zufrieden ist mit dem, was er bisher geschafft hat in dieser Saison. Ja, der SC Freiburg ist ja mit einer neuen Trainerin in die Saison gestartet und wie so oft auch mit einem jungen Team. Daher ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, einzuschätzen, wie es jetzt aussieht in der Saison. Und daher würde ich als erstes mal fragen, wie Sie denn die Entwicklung in dieser Saison unter Theresa Merck sehen im Hinblick auf den Spielstil und auch auf den Kader? Also zunächst mal, ich bin schon zufrieden. Ich weiß schon, dass wir Stand jetzt, ich glaube, fünfmal nicht gewonnen haben insgesamt. Wir haben zwischendrin mal gegen Meppen und Jena gewonnen. Aber die Vorrunde war halt schon richtig gut. Auch mit Spielglück. Und du brauchst bei jedem Spiel meiner Meinung nach auch Spielglück. Und das haben wir erkannt in der Vorrunde. Und das geht uns jetzt gerade ein wenig ab in der Rückrunde, leider. Mit Theresa und ihr Trainerteam versucht auch, sich selber zu entwickeln und die Mannschaft. Und ich finde, es ist am Anfang eben fast zu gut, zu gut gegangen und so, muss ich jetzt schon sagen. Aber ja, alles gut und Mädels sind mit freuen sich darüber, dass sie da ist und wie es jetzt bei uns ist. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, man neigt natürlich sehr oft ein bisschen dazu, die Spiele, die jetzt gerade erst geschehen sind, ein wenig überzubewerten und dann auch zu vergessen, dass es eben auch eine sehr starke Hinrunde war, die der SC Freiburg da gespielt hat, die dann vielleicht auch die Erwartungen etwas hochgeschraubt hat von den Fans und Zuschauern, die dann vielleicht dachten, oh, jetzt spielen sie vielleicht schon um die Champions League mit. Dabei wäre es vielleicht noch etwas zu früh gewesen, diese Saison, oder wie sehen Sie das? Genau so ist es. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wir haben einfach in der Vorrunde Glück gehabt, wo man einfach auch braucht. Und dann stehst du über den Winter auf Vierter in Schlagdistanz auf der dritten Platz und ärgerst dich schier noch, dass du in Köln 0-0 gespielt hast. Wo, wenn man jetzt ehrlich ist, klar hätte man keine gewinnen, aber wenn es dumm läuft, dann schieße die in der letzten Sekunde noch ein Tor und dann verlieren wir das Ding noch. Okay. Und dann hast du Hoferheim. Und ne, erst Frankfurt, wo du gewinnen musst, hast dann halt auch verloren und. Also, ja. Ich glaube, wir stehen da auf dem Tabellenplatz stand jetzt, sind wir Fünfter. Leverkusen ist uns im Nacken. Ich muss kurz einhaken, ich glaube, sie sind Sechster. Stimmt. Ich glaube, Leverkusen ist jetzt vor uns. Haben die uns jetzt überholt? Aber punktgleich. Sind Sie sicher?
Ich bin recht sicher, ja. Ich habe extra vorher noch mal geguckt, ja. Okay, also jetzt sind wir Sechster. Punktgleich mit Leverkusen, dann halt so rum. Und ich glaube, da kehren wir auch hin, irgendwie noch in die Gegend. Und alles, was, ja, wenn man dann trotzdem versucht, halt vor allen Dingen die Mannschaft und das Trainerteam, wollte er ja schon vorne, auch wenn man da vorne steht und man hätte Schlagdistanz auf die vordere Tabelleplätze, dann möchte man das natürlich auch erreichen. Ist uns nicht gelungen, probieren wir es halt nächstes Jahr. Ja. Es gibt ja noch ein paar Spiele, muss man jetzt ja auch noch fairer wie sagen, ne? Es kann ja noch alles passieren, aber uns ist echt alles in der Nachklappe. Verlierst daheim gegen Potsdam. Warum? Und so, also, ja, also dann kriegen wir kuriose Tore und also es läuft gerade ein bisschen gegen uns, muss man schon sagen. Ja. Ja, dieses Warum, das hätte ich jetzt natürlich auch mal gefragt, weil so eine Niederlage im Heimspiel gegen den Tabellenletzten ist natürlich nicht das, was man sich unbedingt wünscht. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, war es vielleicht auch teils ein etwas unglückliches Spiel, wo Freiburg wieder einige Chancen auch ausgelassen hat, was sich auch so ein bisschen jetzt durch die letzten Spiele gezogen hat. Gab es einige Aluminiumtreffer und so weiter und dann eben noch durch ein unglückliches Eigentor, glaube ich, verloren. Also glauben Sie, dass der mentale Aspekt da vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle spielt, dass man dann eben schon weiß, okay, wir haben jetzt länger nicht mehr gewonnen und sind nicht so gut in Form? Oder vielleicht die Müdigkeit jetzt, wo die Saison voranschreitet, was sehen Sie da als größten Faktor? Also Müdigkeit kann es ja nicht sein, im April. Und hoffe ich jetzt einmal, sonst mache ich ja, wird ja ganz viel falsch gemacht. Aber es ist schon irgendwie so, ich, am Fuß ist am Fuß. Naja, ich will das Wort jetzt nicht sagen. Aber ja, und dann hoffe ich nicht, dass die Mädels jetzt vor jedem Schuss anfangen, drüber nachdenken, denn ob geht er nie oder nicht oder so. Ja, die Leichtigkeit geht vielleicht auch ein bisschen weg, wenn du ein paar Mal nicht gewonnen hast und dann auch das Tor nicht triffst, egal wo wir sind, treffen wir es nicht. Und in der Vorrunde, egal wo wir waren, haben wir es getroffen. Also es ist abartig. Und ja, ich hoffe schon, dass man das jetzt, dieses Tief, wo wir auch miteinander gehen, wir wirklich so, wir gewinnen miteinander, wir verlieren miteinander, jetzt haben wir halt ein paar Mal verloren, aber deswegen wird nicht direkt alles in Frage gestellt, das gibt es bei uns nicht. Ja, es gehört natürlich immer ein bisschen Glück oder Pech da auch dazu. Also wenn ich an die Hinrunde denke, wo es zum Beispiel ein paar sensationelle Distanzschüsse gab von Janina Minge, die dann genau in den Winkel geflogen ist. Keine Frage, dass sie natürlich können, aber das passiert dann auch nicht jedes Spiel. Und deswegen wirkt es natürlich auch schon so ein bisschen vorhersehbar, dass irgendwann eine Phase kommt, wo eben Fortuna nicht immer auf Freiburgs Seite ist. Aber beim DFB-Pokal war Fortuna ja schon auf ihrer Seite, was die Lose angeht, oder? Mit Meppen und Andernach war es, glaube ich, davor. Eher schlagbare Gegner. Das ist eigentlich so ein bisschen eine perfekte Saison, um jetzt nach 2019 wieder einen Finaleinzug zu schaffen. Ja, wir haben Jena noch gehabt, zwischendrin, in Jena. Ja, trotzdem ist es so. Ich meine, dieses Red Bull Leipzig kann man nicht unterschätzen. Die sind für mich kein normaler Zweitligist. Das ist mal das. Und dann sind sie ganz klar Tabelleführer in der zweiten Liga. Das muss ich auch mal erst schaffen, so souverän vorne zu sehen. Und sie haben jetzt Eintracht Frankfurt geschlagen. Das ist uns zum Beispiel nicht gelungen. Das ist viele Mannschaften in der ersten Liga nicht gelungen, gegen Frankfurt zu gewinnen. Haben gegen Essen auch noch recht deutlich gewonnen. Aber wenn es mal läuft, läuft es, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir. Ich hätte sie gern hier gehabt in Freiburg. Aber ja, man kann sich nicht raussuchen. Aber wenn man überlegt, dass Wolfsburg und Bayern München natürlich die andere Paarung ist, ist es weder für Leipzig noch für uns jetzt unbedingt unglücklich, dass wir gegeneinander spielen. Und man möchte das Ding unter alle Umstände gewinnen, so wie Leipzig auch. Und, aber mir wäre Respekt vor Leipzig auch, aber keine Angst. Ja. Und ich glaube dran, dass wir es schaffen können. Ja, dann gebe ich mal mit dem Punkt
bisschen zurück an Daniel, der jetzt noch ein paar Fragen über die Entwicklung des Frauenfußballs, gerade auch beim SC Freiburg, stellen wird. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die aktuelle Saison an. Sie haben es jetzt geschafft, mit fast allen Stammspielerinnen die Verträge zu verlängern, also zum Beispiel mit Janina Minge, die wahrscheinlich sehr umworben war. Sie haben mit Ali Gudorf und mit Julia Kassen schon zwei Neuzugänge, Riola Gschemaili, mit den Vereinen verlassen. Gehen wir zunächst mal zu den Vertragsverlängerungen. Das waren ja wahrscheinlich, zum Beispiel Janina Minge, sind ja Spielerinnen, die auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stehen und die, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch andere Angebote hatten. Wie gelingt Ihnen das denn, die Spielerinnen vom Verbleib in Freiburg zu überzeugen? Also, waren Sie schon mal in Freiburg? Ich war einmal in Freiburg, ja. Also erstens ist das hier eine schöne Ecke. Klar, von dem kann man nicht leben, das weiß ich schon selber auch. Aber die Spielerinnen sind zum Teil schon sehr lange bei uns im Verein. Wir haben jetzt auf einmal ganz andere, eine ganz andere Infrastruktur wie früher mit dem Dreisamstadion, wo wir jetzt zur Alleinnutzung haben. Wir trainieren hier. Wir haben unser Spielbetrieb hier im Dreisamstadion. Wir haben die Bedienungen von unseren Herrenprofis übernommen, 1:1. Wir versuchen es jetzt noch ein bisschen schöner zu machen, weil Frauen machen es ja immer ein bisschen schöner noch. So, und, aber wir haben schon richtig, richtig coole Bedienungen. Und wenn jetzt wie zum Beispiel Janni so lange dabei bist, dann willst du es auch noch ein bisschen länger genießen, würde ich jetzt mal so sagen. Sie hat ihren Freund hier und für sie ist es, denke ich, sonst hätte sie ja das auch nicht gemacht. Perfekt. Und sie möchte ja auch hier, Stand jetzt bei uns. Und sie möchte mit uns ja auch noch Ziele erreichen. Kann man ja auch, also Ziele haben und Ziele erreichen geht ja bei uns auch. Vielleicht halt nicht in große, wie jetzt bei denen, wie München, Wolfsburg oder mittlerweile vielleicht auch Frankfurt, kann man auch dazu zählen. Hofheim weiß man nicht so genau. Aber die zähle ich schon auch zu den Top-Teams von der Bundesliga. Und ja, aber ich bin froh, oder wir alle sind froh, dass es sich entschieden hat, in Freiburg zu bleiben. Und wie gesagt, so schlecht oder bei uns ist es auch gut. Ja, ich glaube, die Fans, zumindest die neutralen Fans, sind auch ganz froh, wenn nicht alle Spielerinnen bei Bayern oder Wolfsburg spielen. Welche langfristigen oder mittelfristigen Ziele kann denn der SC Freiburg im Frauenfußball erreichen? Ist es denn möglich, in diese Top 3 vorzustoßen oder in die Top 2 sogar? Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man es ehrlich sieht, brauchen wir noch ein paar Monate, vielleicht auch 2-3 Jahre. Wenn man, dass man unter die erste, dass man ganz ernsthaft unter die erste 3 kommen können. Und da müssen wirklich wieder alle zusammenbleiben, wir müssen gute Verstärkungen machen, bekommen. Mhm. Und ja, bekommen ist vor allen Dingen das Ding. Also nicht, dass man nicht wolle, sondern die müssen ja auch kommen. Und dass wir so unseren Weg weitergehen wie bisher. Man muss mal schauen, was so alles. Ich tue mir echt schwer, wie man es merkt, ne? Jetzt da dazu zu sagen. Weil natürlich, also wenn sie jetzt unsere Mannschaft fragen würde, würde sie am liebsten Dritter wäre, nächste Woche. Aber das ist halt viel, viel Arbeit und nochmal, man muss auch ein bestimmtes Quäntchen Glück haben dazu, auch keine Verletzungen haben. Was uns auch weh tut, ist, dass Svenja Völmli sich in der Vorrunde das Kreuzband gerissen hat. Das war einfach eine feste Konstante davon. Das kriegen wir gar nicht so richtig aufgefangen. Meist so. Und so, da muss halt auch möglichst keine Verletzungen haben. Und dann weiß man nie. Ich freue mich auf unsere 2 Neuzugänge, Stand jetzt, auf Ali Gudor und auf Julia Kassen. Bin ganz gespannt. Also Ali ist halt ein ganz toller Typ. So, Kölnerin halt. Die sind halt, wie sie sind, cool. Und auch auf Julia und dass diese 3 Torhüterinnen, dass sie sich so richtig matchen und dann schauen wir mal, was passiert. Also es tut ja immer gut, so ein Konkurrenzkampf und trotzdem auch ohne die 2 haben wir einfach eine gute Mannschaft. Und wenn alle gesund bleiben, ist vielleicht viel möglich. Sie haben gerade gesagt, 2 Neuzugänge, Stand jetzt.
Wer soll denn noch kommen im Sommer? Wir sind ja unter uns, Sie können es gerne... Ja, ja, voll unter uns. Mhm. Also man weiß nie. Also man ist immer in Gesprächen, das ist ja auch klar, so, meine Kollegen, Kolleginnen sicher auch. Und so, und es muss zu uns passen, es muss nicht nur finanziell passen, sondern auch menschlich. Weil wenn, versuchen wir immer, dass es, dass wir dann als Team durch die Welt laufen können, was immer so, so immer so gesprochen wird von vielen. Wir sind ein Team und so, und das leben wir aber auch. Deswegen muss der Mensch schon da reinpassen. Aber Janka, Sie sind die Erste, wo wenn man etwas habe, wo direkt rufe ich Sie auch. Okay, ja, das ist nett. Okay. Bianca Recht, die sportliche Leiterin beim FC Bayern, hat neulich in einem Interview gesagt, dass sie, dass man als Managerin schon relativ lange vorausplanen muss. Jetzt habe ich mir gedacht, es ist vielleicht bei Bayern dann deutlich einfacher als zum Beispiel bei Freiburg, weil man da andere finanzielle Mittel hat und weil man da auch längere Vertragslaufzeiten vereinbaren kann. Ist es denn so, wenn Sie den Kader planen, dass Sie genau wissen, ich will jetzt auf der Position jemanden, ich will auf der Position jemanden, oder muss man auch einfach gucken, welche Spielerinnen verfügbar sind, und es ist dann am Ende so eine Mischung aus, was brauchen wir und was ist denn überhaupt finanziell oder sportlich möglich? Es ist die Mischung. Also wir haben schon langfristige Verträge mit unseren Mädels. Ich habe eine Trainerin, die hat auch ihre Vorstellungen. Die ist natürlich in die ganze Planung involviert, weil es kann ja nicht sein, dass ich eine Kaderplanung mache oder wer auch immer. Und sie muss dann den Kopf dafür herhalten, wenn es nicht läuft. Das kann nicht sein. Das machen wir schön also zusammen. Und wir haben jetzt schon Spielerinnen im Auge, wo dann für 2024 interessant sein können. Das hängt mit Vertragslaufzeiten zusammen. Oder wir haben ja auch junge Mannschaft, vielleicht sind sie noch zu jung, um zu wechseln und so, weil sie erst Schulabschluss machen müssen oder was weiß ich. Es gibt viele Komponenten, aber also man ist eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt mit der Kaderplanung. Man beobachtet, man ist in Kontakt mit Spielerinnen und Berater und versucht dann halt schon frühzeitig die Weiche zu stellen. Okay. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen ganz weiten Sprung zurück in die 90er Jahre. Da haben Sie, glaube ich, angefangen beim SC Freiburg, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Wie muss man sich das damals vorstellen? Wie lief das ab? Ich kann mir vorstellen, das war komplett anders, als es heute der Fall ist. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich habe selber bei Fußball gespielt, aber nicht so hoch. Ne? Und ich habe auch schon mal beim SC Freiburg angefangen. Ich war die erste hauptamtliche Mitarbeiterin vom SC Freiburg. Da gab es halt nur mich. Ich habe also alles gemacht von der Reiseplanung von unserer Herren. Damals war Volker Finger noch Trainer. Ich hoffe, den kennt noch jeder hier. Und Fanartikel verkauft. Helene ist vielleicht zu jung. Natürlich. Auch na klar, kennt man den. Und auch Ticket verkauft und Fanartikel, da haben wir halt Fanartikel-Kit im Gesamtverein, ein Schal und ein Trikot und eine Tasse und eine Mützle und so, das war's dann. Und dann, wenn man überlegt, was das jetzt war, ist hier. Und da war ich mal ein paar Jahre weg, habe dann ein Angebot gehabt. Dann habe ich nicht mehr im Hauptamt hier gearbeitet, sondern war Geschäftsführerin vom Radsportverband in Freiburg. Mhm. Und bin dann jetzt wieder zurückgekommen. Aber Frauenfußball habe ich immer gemacht, seit es unsere Abteilung hier gibt, seit 91, und war immer in der Position, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, erst zweigleisig Fußball gespielt und das gemacht. Da hätte es halt anders geheißen, hätte man es halt ein bisschen gemacht und so. Und dann so Halbtag, so Mischfinanzierung heißt es als beim Radsport und beim Sportclub und jetzt nur noch Sportclub. Und das hat sich schon sehr entwickelt. Also wir haben ja keine eigene Heimat gehabt. Wir waren erst hier auf dem Hartplatz, wo jetzt der Parkplatz ist. Und dann waren wir bei der FT 1844, da haben wir dort gespielt. Dann waren wir lange Jahre in Sexau. Das ist bei Emmendingen, so ein kleiner Ort. Da waren wir echt auch heimisch. Die haben alles auf uns eingerichtet gehabt und waren dann noch bei Eintracht Freiburg. Und dann haben wir Trainingsgelände gehabt, haben wir immer noch.
im Schönbergstadion Blau-Weiß-Wiehre Freiburg. Und das sind ja unsere Mädchenmannschaften noch, weil wir noch nicht umgebaut haben hier im Dreisamstadion, dass alle Platz sind. Deswegen ist momentan nur ausschließlich die erste Mannschaft da. Es wirkt zwar riesengroß, aber es gibt halt zwei riesengroße Kabinen und kein Flutlicht. Und die erste Mannschaft trainiert halt untertags und die Jugendmannschaften langt es nicht immer vom Licht her. So. Mhm. Und dann immer irgendwann mal, also mit Statistiken habe ich es nicht so, einmal vor ein paar Jahren mal einen hauptamtlichen Trainer bekommen. So hat es dann irgendwann angefangen. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben von einem hauptamtlichen Trainer haben wir jetzt Cheftrainerin, zwei Co-Trainer, Athletiktrainer, hauptamtlich Physio, Reha-Trainer, Torwarttrainer, alles im Hauptamt, Betreuerin im Hauptamt, also jetzt noch ein sportlicher Leiter dazu, Presse. Also wir sind einfach so gewachsen, das weiß ich mir gar nicht vorstellen können, dass das jemals so kommt. Und das ist schon cool, muss man sagen. Und trotzdem sind wir nicht am Ende, weil man denkt, ja, jetzt haben wir einen hauptamtlicher Physio und zwar einen Reha-Trainer, aber ein zweiter hauptamtlicher Physio wäre jetzt auch nicht schlecht noch, weil dann könnten wir das und das noch mehr machen. Oder wir haben auch eine U17-Trainerin im Hauptamt, ja, damit die Jugend mehr gefördert werden soll und so. Also wir versuchen wirklich alles um uns auch die strukturell, also nicht nur die Infrastruktur, wo wir haben, sondern auch die Manpower im Staff drumherum, um die Mannschaft uns immer besser aufzustellen. Also das ist wahnsinnig gewachsen. Spüren Sie da für diese Arbeit auch die nötige Wertschätzung? Also einerseits im Verein und andererseits auch von der Gesellschaft allgemein? Habe ich schon das Gefühl. Also im Verein gehe ich immer stark davon aus. Also da kriegt man sie eigentlich am wenigsten dann mit, würde ich irgendwie so sagen, weil dann laufst du halt mit, weil selbstverständlich, jetzt ist die 30 Jahre da, also praktisch nach der Geburt habe ich direkt hier angefangen. Und dann ist das normal, aber von der in der Stadt oder von unseren Fans und so kriegen wir die sicher. Und nicht nur ich, sondern so wie Sie es gehört, die ganze Mannschaft, die ganze Abteilung. Es geht ja nicht um mich. Helene, ich würde sagen, ich gebe wieder an dich zurück. Und jetzt gucken wir uns doch mal speziell die Entwicklung in den letzten 1-2 Jahren an, speziell seit der Europameisterschaft. Ja, genau. Davor vielleicht noch eine kurze Nachfrage jetzt zu diesem Umzug ins Dreisamstadion. Also es wurde natürlich immer sehr viel gelobt und zu Recht, weil das eben so ein wichtiger Schritt dann war, in ein deutlich größeres Stadion, natürlich mit deutlich professionelleren Bedingungen. Und wenn man sich dann anschaut, wo die SC-Frauen vorher trainiert haben, war das ja teilweise wirklich schwierig, auch im Winter bei schlechten Wetterbedingungen. Was waren denn die Hindernisse? Woran lag das, dass es nicht früher klappen konnte, da so bessere Bedingungen zu haben? Jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Umzug ins Dreisamstadion, weil es ging dann natürlich nur, weil die Männer auch umgezogen sind, aber so generell. In Freiburg ist es mit Fußballplätzen und so nicht so her, weißt du? Und im Mösle-Stadion, wo wir unsere Heimspiele mit der ersten Mannschaft vorher gemacht haben, ist ja unser LLZ. Da sind ja die Jungs und die Plätze aus alle Nähte. Also wir haben nicht so viel Platz und so viele Plätze für der erste Freiburg nicht und in Freiburg überhaupt auch nicht. Und deswegen waren wir eigentlich ganz dankbar, dass wir diese Partnerschaft mit Blau-Weiß-Wiehre eingegangen sind. Und trotzdem war halt, gerade wenn es im Winter war, es halt schon grenzwertig, wobei unser Verein wirklich alles versucht hat zu tun, dass der Trainingsplatz, wir haben einen eigenen Trainingsplatz dort immer noch, dass der immer ein vernünftiger Zustand ist. Nicht immer einfach, weil da, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, hinter mir, dann laufen halt zwei Platzwarte über den Trainingsplatz, manchmal sogar mit dem Handrasenmäher, damit sie auch schön eben ist. Vom Stadion reden wir mal gar nicht. Und in Blau-Weiß-Wiehre, wo unsere Mädel trainieren, ist halt ein Platzwart, immerhin, wo sich jeden Tag um das kümmert. Das ist halt schon ein bisschen eine andere Nummer, oder nicht jeden Tag, aber eigentlich doch jeden Tag, ja, je nachdem. Und wenn es dort halt geregnet hat, dann war das der Platzbeschaffenheit drunter, ist ein bisschen unglücklich. Dann ist das oft der Sumpf vor und dann waren die Trainingsbedingungen nicht mehr gut. Aber eine Möglichkeit, woanders hinzugehen, haben wir auch nicht gehabt, weil wir kommen ja dann schon mit
wenn man komplett umziehe mit 4 Mannschaften, wo die erste Mannschaft halt 6-mal in der Woche trainiert. Ja, das ist halt dann, als wenn 2-3 Mannschaften im Breitensport kommen oder so. Und auch unsere anderen Teams halt viel mehr Trainingseinheiten haben. Also dann kommen eigentlich nicht 4 Mannschaften, sondern gefühlt 8. Und die muss ich erstmal irgendwo unterbringen. Also wissen Sie ein bisschen, wie ich das so meine. Und deswegen, wo es dann klar war oder wo es drauf losgelaufen ist, dass der Sportclub Freiburg ein neues Stadion baut, was ja in Freiburg auch nicht so einfach ist. Da gibt es Bürgerentscheid, weil da kommt ja weil wir sind ja sehr grün. Und wo es klar war, wir haben den Bürgerbescheid, es hätte geklappt und wir dürfen bauen und dann hätte man gewartet, bis dieses Stadion fertig ist. Und dann war es klar, dass die Frau umziehe. Und dann hätte sich das Stadion wieder verzögert durch diese Pandemie, wo wir gehört haben, dann gab es kein Material und so. Also man hätte können theoretisch auch schon 2-3 Jahre früher da sein. Ja, das ist ja ganz interessant zu hören. Sie hatten auch mal in einem Interview einen Satz gesagt, den ich ganz, ganz spannend fand, nämlich Stillstand ist wie Rückstand. Man darf sich nie mit dem gegenwärtigen Stand zufrieden geben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant und eben auch charakteristisch dafür, dass es eigentlich immer noch Raum gibt für mehr. Wie Sie es gerade für mich auch erwähnt haben, dann geht es vor allem um den Staff, oder? Und auch nochmal um die Infrastruktur. Ja, also es geht insgesamt so. Also wir haben jetzt viel und jetzt schauen wir, wo können wir jetzt hier noch eine Kunststraße hinbauen. Also, ja, weil damit wir die anderen Mannschaften dazu holen können, sind halt alles, das ist halt Millionen Investitionen. Und dann ist es noch nicht klar geregelt von der Stadt, ob der SC Freiburg das allein hat oder wer dann der Hut hier auf hat, letztlich. Ob es der SC Freiburg ist, dann es muss ja auch bezahlt werden, der ganze Umbau und wie das, ja, das ist sehr politisch. Und auf das warten wir jetzt auch noch, wie das ausgeht. Also unser Verein, unser Vorstand, Stände, kämpfen schon darum, dass das unser Heimat bleibt. Und dann bauen wir um und dann machen wir wieder das Nächste. Und da muss man irgendwann, wenn es dann wirklich uns gehört, auch vielleicht drüber nachdenken, ob man dieses Stadion dann ein bisschen zurückbaut, dass es ein bisschen noch geselliger wird. Weißt? Also wir haben ja schon Haupttribüne und Nord, ist halt schon richtig was los, muss ich schon sagen. Schön ist, wenn unsere Ultras noch da sind, weil die einfach auch sehr viel Stimmung machen. Die sind einfach anders unterwegs, muss man halt sagen dann. Und man versucht immer wieder, alles zu verbessern. Also wenn wir zweimal trainieren, dann gibt es ja auch Mittagessen zum Beispiel. Oder wir machen morgens, wenn sie kommen, gibt es auch, also die wäre hier rundum versorgt. Das war ja früher auch unmöglich. Und also ich glaube, dass wir mit ganz langsam eigentlich fühlt, für mich war es sowieso immer zu langsam, aber ganz langsam schon irgendwo angekommen sind, wo ich mir hätte Kinder vor 30 Jahre sicher nicht, aber vor 10 Jahren auch noch nicht richtig vorstellen hätte können, dass wir da sind, wo wir sind. Ja, und in Dreisam Stadion ist natürlich auch die Stimmung nochmal ein bisschen anders, wie Sie schon gesagt haben. Das finde ich auch, ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn man da ist, auch zum Mösle-Stadion und auch was die reinen Zahlen angeht. Jetzt diese Saison sind konstant immer mehr als 1.000 Zuschauer gekommen, was ja früher auch nicht immer unbedingt so war. Öfters war es da auch noch im dreistelligen Bereich. Und das hat natürlich auch sehr viel mit der EM zu tun, würde ich mal behaupten, was nicht nur der SC Freiburg, sondern eigentlich alle Vereine der Frauenbundesliga gespürt haben. Hatten Sie mit diesem starken Effekt so gerechnet? Und wie haben Sie diese Entwicklung seit dem Sommer miterlebt? Also ich fand die EM erstmal richtig cool. Also auch das hat einem schon richtig auch begeistert, fand ich jetzt. Ich war ja auch drüber, wie ein paar Tage in England, also nicht die ganze Zeit. Es sind ja viele ehemalige Spielerinnen von uns da. Dass man das ein bisschen mitnimmt, den Schwung, habe ich gehofft, weil wir haben schon mal 2011 war es wieder, da haben wir ja, da hätte es aber auch nicht funktioniert so sportlich und dann ist es halt, Frauen müssen immer gefühlt ein bisschen mehr machen wie Männer und dann ist es wirklich nicht so
gekommen, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Jetzt haben wir das gute EM gespielt, haben den Schwung auch können mitnehmen, haben ein Eröffnungsspiel gehabt, da war ja auch Frankfurt-München mit sehr vielen Zuschauern. Köln macht jetzt den Zuschauerrekord, meine ich, die sind über 32.000. Stimmt das? Oder habe ich wieder nicht recht, weil Leverkusen wieder vorne ist? Aber ich weiß nicht genau, ob es über 32.000 waren, aber auf jeden Fall mehr als beim bisherigen Rekord. Also ja? Mehr als 23.000, glaube ich, war es. Ich glaube, sie peilen über 30.000 an, ja. Sind sie nicht schon drüber? Ne? Aber wir haben in Bremen gespielt, im Herrenstadion, im Weserstadion, in dem Großen. War cool. Also es ist echt, auch wenn die also nicht zwingend für uns waren, war es trotzdem toll, in der Atmosphäre spielen zu dürfen. Also es tut sich schon was. Und es versucht ja jetzt jeder, so ein Highlight-Spiel zu machen, in die große Arena zu gehen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil ich ja empfinde, das Dreisamstadion ist ja ein großes Stadion. Ja. Und unser Krux ist oft, muss ich jetzt auch sagen, dass wir schon in Konkurrenz sind. Wir haben eine U23-Herren-Mannschaft. Wir haben natürlich unsere Herren-1-Profimannschaft, wo überragende Saison spielt, international und so. Und wenn wir dann am selben Wochenende zu Hause spielen wie die Herren 1 und mir sonntags, die samstags oder wegen mir es auch andersrum, ist es schon schwierig, muss ich jetzt schon sagen, dass du die Leute zukriegst, jetzt gehst du noch zu der Frau, jetzt warst du zwar bei der Herren und so. Wenn wir allein sind, also gegen Bayern München haben wir auch über, ich glaube, 6.000 Zuschauer gehabt, dann ist das etwas anders. Aber ja, so, wenn der direkte Konkurrenzkampf ist mit der eigenen Herrenmannschaft, ist es manchmal sogar am selben Tag, da kriege ich ja fast die Krise. Ja, die das habe ich auch schon erlebt. Ja, wenn die warte ich immer drauf, dass ich auch rufe, wenn mit der Einsetzung rausgeht und ich wieder frage, ist alles in Ordnung. Aber die können ja manche Sachen auch nicht anders machen, weil durch die Verträge mit dem Medien und so müssen sie halt. Das ist dann der Wunsch von den Fernsehanstalten, dass man halt an dem und dem Tag spielt und so. Ja, gut. Dann kann man aber nicht erwarten, dass wir halt 5.000 Zuschauer haben, wenn 2 Kilometer wieder, da ist der Freiburg gegen Schalke 04 oder sowas spielt. Ist halt schwierig. Ja, das habe ich selbst auch schon erlebt, dass ich dann irgendwie einmal auch in der Halbzeitpause dann zu einem anderen Spiel gefahren war, weil die eben wirklich direkt eigentlich sich überschnitten haben. Und ja, für viele Fans ist das dann natürlich schwierig. Und jetzt gerade auch die U23, haben sie auch schon angesprochen, spielt in der dritten Liga auch eine ganz tolle Saison, ist da in der Spitze dabei. Also ist natürlich toll für den ganzen Club, dass es dann so gut läuft. Aber ja, sehe ich dann auch eine Art Konkurrenzsituation. Gut, dann machen wir vielleicht mal wieder den Schritt zurück in die Gegenwart. Sie haben schon gesagt, bald geht es auch schon los nach Leipzig. Da werden vielleicht keine Zehntausende Zuschauer sein, aber trotzdem vermutlich eine gute Stimmung. Ich hatte auch neulich mit Essenstrainer Markus Högner gesprochen und der meinte auch, dass die Ultras von Leipzig ja auch da waren und da wirklich richtig Feuer gemacht haben. Also könnte schon ein stimmungsvolles Auswärtsspiel zumindest sein. Also die haben auch ein Heimspiel, die Herren, meine ich, morgen gegen Augsburg oder so. Und deswegen sind die ja da. Es wäre für uns wahrscheinlich schöner, wenn Leipzig auswärts spielen wird, in was weiß ich wo, Hauptsache nicht daheim, am besten am Sonntag. Sie sind in dem kleinen Stadion und bleiben da auch. Und wir haben, ich glaube, 150 Kaufkarten gehabt, also Kartenkit zum Verkaufen. Die haben wir auch verkauft. Also es kommen tatsächlich auch Leute mit nach Leipzig. Es passen halt nicht mehr nie. Ich glaube, es passen nur 1500 nein. Also dann kriegst du, also und unsere Karte war auch recht schnell weg und Leipzig-Karte war auch schnell weg. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass uns da wirklich etwas erwartet. Und das kann ja sie wie Bremen, wenn das ganze Stadion gegen dich ist und du gewinnst am Schluss, ist es auch schön. Aber es ist ein ganz schweres Spiel, also da gibt es nichts. Aber ich denke auch, Leipzig hat auch jetzt zum Verlieren. Also du gewinnst gegen Frankfurt,
Ah, okay. Was habe ich vorhin schon mal gesagt? Hätten ja nicht viel geschafft in der Bundesliga. Und dann denkst du, ah ja, okay, da hätten sie ja auch das Spiel gekriegt, wo man braucht. Und dann spielst du gegen Essen. Da muss ja alles für sie gelaufen sein. Das habe ich gar nicht gesehen. Und auf einmal stehst du im Halbfinale, kommt der SC Freiburg, wo gerade nicht das Hoch hat, schlechthin. Und auf einmal denkst du, wenn du das jetzt gewinnst, bist du im Endspiel in Köln. So denke ich mir ja auch. Aber trotzdem glaube ich, jetzt sind sie selbst zum Verlierer. Und dann ist man vielleicht ein bisschen nervöser wie in die anderen Spieler, wo man denkt, ja, jetzt komme ich mal. Das ist auch meine Hoffnung. Ja. Da ist vielleicht die Ansetzung auch wieder ein bisschen ungünstig für Freiburg, oder? Ich meine, die Männer spielen ja auch am gleichen Tag gegen Bremen auswärts und dann ist da auch wieder so eine Terminkollision wie so oft. Ja, also uns trifft es dieses Jahr, das ist unglaublich. Also wir spielen Pokal dienstags in Jena, müssen freitags in Frankfurt spielen. Als wenn es keine andere Paarungen gäbe in der Bundesliga, wo dann hätte keiner am Freitag spielen. Also das... Ich sage doch, die warten schon immer, dass ich anrufe, wenn sie wieder irgendwas aussetzen, weil ich verstehe es halt als nicht. Und dass mir, also erst wäre die Herren-Bundesliga, dann wird die zweite Herren-Bundesliga, dann die dritte Liga angesetzt und dann kommt die Frauen-Bundesliga. Ich glaube, so ist es okay. Und dass wir am Sonntag um 18.30 Uhr in Leipzig spielen, da muss ich ja schon nochmal den Hut ziehen von den 150, wo jetzt mitkommen. Mhm. Also einfach mal am Sonntag. Also von hier nach Leipzig fahrst du halt, ich glaube, mit dem Bus 7,5 Stunden. Also bist schon mal ein bisschen beschäftigt. Ne? Und da musst du ja auch wieder heim. Das ist ja auch. Also die Ansetzung finde ich auch schade. Aber ja, ich glaube, dass Wolfsburg und Bayern, habe ich gelesen, sind ja auch nicht so glücklich drüber. Für die ist es natürlich, aber wir haben auch Nationalspielerinnen. Halt, Jani war weg. Und dann noch Rio mit der Schweiz und Annabel Schasching und Lisa Kolb mit Österreich und Jana Wojtekova war auch weg, der Slowakei. Und dann bin ich schon froh über jeden Tag, wo die Mädels dann da sind. Das ist schon klar. Und dann dieses Highlight-Pokalspiel. Das ist es ja. München-Wolfsburg. An einem Samstag aussetzen, wo dann die Mädels, also Wolfsburg muss ja heute schon wieder weg nach München. Mhm. Also es ist, also die werden das schon handeln können. Das ist sicher, die sind ja auch gewohnt und so. Also ich will jetzt nicht heulen für die, aber würde sie für uns wahrscheinlich auch nicht machen. Aber es ist schon ein bisschen unglücklich. Und dann noch dieses Spiel, jetzt habe ich gelesen, Alexandra Popp kann wohl nicht spielen. Das ist ja schwierig, die zu kompensieren, finde ich, weil die hätte einfach für mich eine überragende Spielerin, schon mit ihrer Mentalität, wenn die schon auf der Platz läuft, gucken alle anderen schon, München jetzt wahrscheinlich nicht, aber so die anderen Vereine sind dann schon, oh, weil sie einfach richtig gut ist. Die wird eine Schuhfehler. Dann verletzt die sich immer Freundschaftsländerspiel, was auch wichtig ist im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Ist schon alles klar, aber ja. Naja. Aber die werden sich was dabei gedacht haben. Es gibt ja auch so eine Arbeitsgruppe, wo so ein Rahmenterminplan macht. Da sind ja Vertreter von Wolfsburg und München dabei. Also wird zu passen. Ja, alles klar. Dann gebe ich vielleicht für die letzten Fragen noch einmal zurück an Daniel. Ja, ich sehe schon, wir sind über der Zeit. Haben Sie noch kurz Zeit für 5 kurze Schnellfragen? Also das sind kurze Fragen, kurze Antworten. Dann hätten wir es geschafft. Das wäre nett. Dann würde ich sagen, ich fange an mit der ersten Frage, dann kommt Helene und wir wechseln uns ab. Also erste Frage, ganz einfach. Christian Streich oder Theresa Merck? Oh, ganz einfach. Also ich kenne den Christian Streich, kurz geht es gar nicht. Ich kenne den Christian Streich, der ist fast so lange im Verein wie ich. Also schon lange und ich schätze ihn und mag ihn sehr. Also wir zwei kennen uns richtig gut unterhalten mit unserem Dialekt. Und Theresa kenne ich nur nicht so lange, habe sie es schätze gelernt und ich bin froh, dass sie hier ist. Also im Frauenfußball gesehen, Theresa Merck. Würden Sie lieber mit dem SC Freiburg jetzt den Pokalsieg holen oder dann vielleicht in einem Jahr die Champions League Quali?
fiese Frog. Also, so sind wir. Keine Ahnung. Jetzt machen wir erstmal eins. Und dann frage ich mich danach. Nochmal. Am besten beides. Ja, klar. Okay, also jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Welches Stadion ist Ihnen lieber? Das Europaparkstadion oder das Dreisamstadion? Das Dreisamstadion. Wobei ich muss sagen, waren wir schon mal im Europaparkstadion? Es ist schon ein richtig cooles Stadion, aber das Dreisamstadion ist einfach unser. Und dann wäre es ja komisch, wenn ich jetzt sagen würde, Europaparkstadion, ich gehe auch gerne hin. Aber Dreisamstadion hat trotzdem halt noch ein bisschen nostalgisch, historisch und so. Ja. Dann noch eine Frage, Neuverpflichtung oder Vertragsverlängerung? Beides. Man muss beides haben. Du musst auch mal neue Impulse reinbringen in eine Mannschaft. Ich versuche immer zu gucken, wenn mir jemand Neues dazu hole, dass er besser ist wie die, wo dann vielleicht nicht mehr da ist. Oh, das gelingt auch nicht immer. Dann die letzte Frage. Ruhestand in Freiburg oder könnten Sie sich noch mal vorstellen, woanders zu arbeiten, zum Beispiel beim DFB? Ruhestand in Freiburg. Gut. Ja, dann, Frau Bauerschick, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen viel Erfolg am Sonntag in Leipzig. Ich sehe da oben links hängt noch das Plakat vom Finale 2019. Vielleicht geht es ja diesmal sogar noch einen Schritt weiter und Freiburg gewinnt im Pokal. Ich glaube, da hätte jetzt auch ein neutraler Fan nicht so viel dagegen, wenn mal Wolfsburg nicht gewinnt. Erst muss Wolfsburg mal in München gewinnen. Richtig. Erst muss die mal ins Finale kommen. Ich glaube, dass das schwer wird, weil ich glaube, dass München gute Saison spielt, nicht nur, weil sie vorne sind, sondern weil sie einfach auch gut unterwegs sind. Wolfsburg ungeahnte Schwäche gezeigt hat diese Saison, indem sie gegen Hoferheim nicht, also verloren haben, und das noch zu Hause, das kennt man gar nicht. Und ich bin auch gespannt morgen, wie das ausgeht. Es ist echte Schwächung, dass Alex Pop nicht spielen kann. Und natürlich will man wieder in das Finale. Das war übrigens der Bus Parkschein, wo dann alle Unterschriften haben. Ich habe da drüber noch, das sehen Sie nicht, Plakat hängen mit Viva Colonia und so. Also man ist schon stolz drauf, dass wir dort waren. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Und es war für mich, also das war ja immer das, was ich wollte, einfach mal erleben können, das Köln im Innenraum und nicht auf der Tribüne, habe ich immer gesagt. Und das war schon auch die Fans, wo für uns mitgefahren sind und so, das war schon etwas Einzigartiges. Und das würde ich schon gerne nochmal erleben. Und es sind ja noch viele hier, wo da auch schon mal dabei waren. Und denen geht es natürlich ganz genauso. Und wir waren auch mit unserer Herren letztes Jahr in Berlin mit der Mannschaft. Das war natürlich auch toll. Und um das mal ganz normal zu sagen, weil das war mega einfach für den ganzen Verein, für die ganze Stadt, aber die ganze Stadt Freiburg war in Berlin gefühlt und das wäre halt cool, wenn wir das, wenn wir die Hürde Leipzig schaffen würden, was ich glaube, was wir machen, dann, dass die Stadt Freiburg in Köln ist. Ja, ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass beide Teams gegen Leipzig im Halbfinale spielen und so auch ins Finale kommen könnten. Wäre dann natürlich witzig. Und hoffentlich beide das gewinnen. Natürlich. Ja, vielleicht ist es so, wenn wir uns dann beim nächsten Mal zum Interview treffen, ist im Hintergrund nicht nur das Plakat vom Finale, sondern der DFB-Pokal. Genau. Und wenn er nicht hinter mir steht, stelle ich mir neben mich. Ne? Wenn man nicht hinter mir. Zack. So können wir es auch machen. Ja. Frau Bauerschick, danke für Ihre Zeit und viel Erfolg am Sonntag und natürlich auch viel Erfolg weiterhin in der Saison. Und wenn Sie eine Neuverpflichtung haben, dann geben Sie bitte Bescheid. Ich rufe direkt auf. Ja. Perfekt, dann bis dann. Okay, vielen Dank. Danke. Schönes Wochenende. Ja, tschüss. Ja, Ihnen auch, danke. Tschüss. Tschüss.